Hallo und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Ich heiße Steffi Waldner-Scharfen, bin Stampin' Up! Demonstratorin und alle Produkte, die du hier in diesem Video siehst, kannst du über mich und bei mir bestellen. Und heute möchte ich mit euch zusammen so eine schöne Funfold-Karte basteln. Die hier ist entstanden in dem Insta-Live. Jeden Donnerstag könnt ihr mal gucken. Auf Insta gehe ich mit meinem Teammitglied Katrin Kartentraum live und sie hat sich hier so eine schöne Threefold-Card mit extra Klappe sogar noch ausgedacht und die wollte ich heute mit euch zusammen nochmal in der Weihnachtsoptik basteln und zwar mit dem perfekten Pickup. Ich sage euch, was ihr braucht, natürlich den Papierschneider, den habe ich jetzt hier eingebaut. Einmal umbauen. Den Papierschneider, ihr braucht Farbkarton, damit das Ganze ein bisschen fester wird als Grundkarte und Designerpapier. Wer bei Stampin' Up! Unterwegs ist und den Katalog im Kopf hat, sieht auch, das ist kein aktuelles Designerpapier, sondern eins aus der letzten Celebration letztes Jahr. Oder sogar vorletztes Jahr. Auf jeden Fall schnappt euch einfach ein Weihnachtsdesignerpapier aus dem Bestand. Der neue Weihnachtskatalog geht bald an den Start. Und dann haben wir wieder ganz viel Aktuelles. Aber es ist mit jedem Designerpapier machbar. Auch wenn ihr nicht Weihnachtsversionen basteln wollt, nehmt euch einfach irgendein Designerpapier. Und es geht natürlich auch mit Farbkarton, aber da muss man mehr dekorieren. So, die Grundkarte ist ganz normal, oder stimmt gar nicht, ein bisschen schmäler, 9,5 cm mal 14,5. Auf den kleben wir alles auf, das ist unsere Basis, 14,5 mal 9,5 cm. Dann das Grundelement würde ich jetzt hier auch in Grün nehmen. Das sind 13,5 cm in der Höhe und 13,5 cm in der Höhe und 26 cm in der Länge. Das falzen wir jetzt bei 8,67 Falzen, Vorsicht, und bei 17,4. Genau, die Katrin ist mit Katrin Kartentraum auch auf YouTube unterwegs. Wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut mal rein, lasst ihr ein Abo da, die hat erst mit YouTube angefangen und die freut sich riesig über neue Abonnenten und hat schon 3 oder 4 ganz tolle Videos. Bin unheimlich stolze Teammama von ihr. Und ihr seht, wenn ihr jetzt diese Stanzformen nicht habt, könnt ihr entweder mit dem Eckenabschneider hier einfach die Ecken reinstanzen oder ihr lasst es so. Es geht auch ohne Stanzen, dass man das hier einfach so lässt und als Threefold Card benutzt. Ne? Geht auch. Aber wir wollen stanzen und zwar mit den mit der größten Stanzform von den Countryside Corners oder rustikale Rahmen. Gell? Countryside Corners, da ist es in Englisch und das hier sind die rustikalen Rahmen. Und dann seht ihr, wir brauchen das unbedingt so, also oben und unten kann man schon abschneiden lassen, aber rechts und links müssen hier die Stanzer rausschauen. Es liegt genau in der Mitte, damit wir es später auch ausfalten können und nicht 3 einzelne da haben. Das heißt, wir brauchen jetzt die große Big Shot, die große Stanzmaschine. Die hole ich mal. Rumpelt schon. Und ich versuche das jetzt genau so anzulegen. Aber dürfte auch kein Problem sein, weil es eben genau so ausgemessen ist, dass es zwischen diese 2 Seitenkanten hier passt. Also legen wir es dazwischen rein. So.
Wer auf hundertprozentige Sicherheit gehen möchte, nimmt sich noch ein Washi-Tape und fixiert. Ich hoffe, das geht jetzt auch so. So, jetzt Magic. Gucken wir mal. Ja, perfekt ausgemessen, Katrin. Genau, und das ist jetzt unsere Grundform. Wenn wir jetzt hier schon so wunderbar stanzen, dann haben wir nämlich noch für die Lasche vielleicht ein rotes Design hätte ich hier oder noch mal ein anderes grünes Design. Also was man noch mal auflegen kann, das sind 8x14. Dann machen wir hier 8 cm mal 14 und wir falzen es dann bei einem Zentimeter. Jetzt habt ihr hier den ganzen Schreibtisch, gell? Bisschen für so, für mehr Privatsphäre. So, das ist immer ein bisschen Chaos, wenn man bastelt, ne? Und bei einem Zentimeter falzen wir. Also 8 mal 14 bei einem Zentimeter wird gefalzt. Und das Ganze wird auch wieder gestanzt. Und zwar seht ihr schon, es ist rechts und links ein bisschen schmäler, damit es dann auch reinpasst. Und die Falz oben lassen wir auch raus. Und so wird es automatisch ein bisschen kleiner. Genau, also nochmal kurz zur Erklärung. Diesen Zentimeter, den wir da gefalzt haben, klappen wir nach hinten. Das wird die Lasche, wo wir es anbringen. Hier lassen wir auch ein bisschen frei, dass wir die jetzt nicht abstanzen, sondern rechts und links. So. Und dann wird wieder durchgekurbelt. Aufpassen, dass nichts verrutscht. Fast ein bisschen schwieriger wie vorhin. Genau, wir kurbeln es durch. Und wir brauchen noch ein flüsterweißes Stück, wo man dann auch was reinschreiben kann. Ne? Ein flüsterweißes. Jetzt ist genau das passiert, was wir nicht wollten, dass hier die Klebelatsche abgeschnitten wurde. Also macht es euch mit, unbedingt mit Washi-Tape fest, damit nichts verrutscht. Also nochmal 18 mal 14. Ein Zentimeter wird gefalzt. Es wird nach hinten geklappt. So. Jetzt bräuchten wir auch ein Washi-Tape. Schaue ich mal, ob ich gerade was finde. Ah, was auch gut geht, ist ein Post-it. Also kleben wir das hier so ein bisschen höher fest. Jetzt wird es nochmal durchgekurbelt und mit dem Post-it, das ist eine sehr gute Idee, weil das natürlich darauf ausgelegt ist, dass man es wieder ablösen kann. Hier seht ihr es, nichts verrutscht und unsere Klebelasche ist noch dran. Perfekt. Und Post-its hat man auch eher mal so rumliegen. Ne? Und jetzt brauchen wir noch eine kleine Reinschreibfläche.
schauen. Ja, das geht auch. Da müssen wir auf nichts aufpassen. Das können wir einfach ausstanzen. Und dann haben wir mal alles ausgestanzt. Dann geht es nur noch ans Dekorieren. Aber ich sage euch, Treefold und extra Klappe ist natürlich dekointensiv. Also da haben wir viel Platz zum Dekorieren. Was die Katrin mit mir am Donnerstag in unserem Traumhaus-Date auf Instagram gemacht haben, als wir diese Karte gebastelt haben. Wir haben die Klappe geprägt und gebürstelt. Das kann man natürlich alles machen. Also das ist, wer dann noch ein bisschen prägen will, selber Designerpapier stempeln möchte, mit dem Blending Brushes irgendwas, einen Effekt herstellen will. Also da kann man wirklich alle möglichen Techniken, die Bastelwelt hergibt, kann man hier anwenden. Und ich finde trotzdem, ist es eine Karte, die gar nicht so sehr viel Papier braucht. Okay. Versuchen wir mal alles, was nicht so viel, was jetzt hier nicht hergehört, ein bisschen auszusortieren. Okay, also das ist unsere Treefold Card und das hier ist die Lasche für die Mitte. Und ihr seht, dadurch, dass wir ein bisschen hochgerutscht sind, haben wir hier ein bisschen einen höheren. Können wir noch ein bisschen was abschneiden, wenn es euch stört. Aber an sich kleben wir jetzt erstmal und haben hier unten auch einen kleinen Rand. Geht es natürlich schon auch rum, dass man ein bisschen gerade gestanzt hat. Ich klappe es mir mal so ein, wie es mir gefällt. Kleber bitte. Man reiche ihr den Kleber. So, also hier oben bitte nicht abschneiden, das wäre schlecht. Aber an der Seite können wir noch ein bisschen justieren. So. Genau, das ist unser. Auch wer gerne Familienfotos zu Weihnachten verschickt, ich finde, das ist eine unheimlich schöne Kartenform für sowas. Oder wenn man zwei Kinder hat, könnte man eins rechts, eins links. Und der Hund hier für die Omi. Eine tolle Überraschung. Ist auch schon fast. Darf es sich schon Mini-Album schimpfen, oder? Also hier kann man wirklich viel dekorieren, schöne Sprüche anbringen. Jetzt schauen wir mal, dass rechts und links oben unten in der Mitte sind. Wenn man natürlich Farbkarton nimmt, kann man das auch dann mit den kleineren Stanzformen matten, so wie hier mit dem Grundweiß. Das ist ja für das Schriftfeld. Das kleben wir jetzt mal sehr schön hier hin. So. Und natürlich kommt auf die Front der perfekte Pickup. Hole ich mal schnell die Stanze und dann schauen wir mal, wie wir ihn stempeln. Also wir haben ein Weihnachtsfest, zum Weihnachtsfest jede Menge Freude. Also das gefällt mir schon mal sehr gut, den Spruch. Und dann könnten wir so einen karierten Pickup vielleicht stempeln, das gefällt mir auch gut. Schauen wir mal, einfach die Kontur auf Designerpapier stempeln, das ist immer ein total hübscher Effekt. Muss man mal gucken, was wir dann noch an, ob wir dann die Fenster in Weiß noch drüber kleben, weil natürlich ist dann alles kariert, ne? Vom Reifen bis zur Fensterscheibe haben wir dann den karierten Truck. Denken mit dem Reifen, da können wir reden. Da kann man einfach schwarz drüber malen. Und das Fenster könnten wir auf dem Papierstreifen stempeln. Das ist hier nur ein Schmierpapier. Und ausschneiden.
Und vielleicht die Reifen haben wir auch als Stanze. Moment. In Schwarz. Also jetzt stanzen wir erstmal. Es hat auch einen englischen Namen. Ich sagte nur leider immer falsch. Paper Peaking oder Piercing. Ich glaube, Piercing ist es nicht, weil wir nichts durchstechen. Paper Peaking, glaube ich, heißt die Technik, wenn man eine Grundlinie auf Designerpapier oder wenn man eine Grundform auf Designerpapier stempelt und dann sich quasi so das einfärbt. Ah ja, sehr schön. Gefällt mir gut. Kleben wir die Räder auf und die Radabdeckung brauchen wir dann noch mal. Haben wir es auch ein bisschen 3D-mäßiger. Das gefällt mir auch gut. Ist hier nämlich unten drin. Ihr seht hier, ist es unten. Könnten wir auch in grün, aber nee, in grün nicht, oder? Ich schneide mir hier einen schmalen Streifen raus, damit ich wirklich nur die Radabdeckung erwische. Mit den Elementstanzen, das ist einerseits immer schön, weil man viele verschiedene Stanzformen in einer Stanze hat. Andererseits muss man immer ein bisschen gucken, dass man es noch schafft, sich das dann mit möglichst wenig Papierverschwendung rauszustanzen, was man braucht. Aber das haben wir jetzt hier ganz hervorragend gemacht. So. Perfekt. Und noch das Fenster. Und dann wird noch aufgeladen, oder? Der kommt natürlich hier nicht alleine, sondern mit Geschenken im besten Fall. Oder, was auch sehr gut zum Papier passt, mit einem Tannenbaum. Hier haben wir uns das Fenster. Also wenn man ganz exakt ist, hier ist ja noch dieses Rückscheibenfenster. Das vernachlässigen wir jetzt mal. So, das schaut doch wirklich süß aus. Jetzt brauchen wir noch mal ein bisschen Kleber. Also, unser Fenster, da ist jetzt auch das Lenkrad noch weiß. Das müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen einfärben. Schauen wir mal, wie es uns gut gefällt. Vorderrad, Hinterrad. Man könnte natürlich da auch noch ein bisschen die Ränder schwärzen. Dann hebt sich das Ganze auch untereinander ab. Einfach mit dem Schwämmchen grau drüber gehen. Das habe ich hier gemacht. Ach ja, das Fenster hätten wir ja auch sogar als Stanze gehabt. Ach, Asche auf mein Haupt habe ich jetzt so aufgeklebt. Könnte auch, jetzt brauchen wir noch einen Christbaum, eine Ladung. Christbaum könnte auch sein. Gartengrün würden wir jetzt dafür nehmen. Ist ja schließlich auch die Farbe des Designerpapiers. Das ist das, was ich an Stampin' Up sehr, sehr, sehr liebe. Das sind die Farben, die einfach immer zusammengehören. Muss man nicht lang testen, nicht lang suchen. Das erspart so viel Zeit. Und es ist einfach passend. Alle Bastler kennen es, wie viel Zeit man in seinem Leben damit verbringt, das richtige Grün mit dem richtigen anderen Grün zu verpaaren. Das gehört einfach der Vergangenheit an, wenn man mit Stampin' Up Produkten arbeitet. Und das ist auch wirklich eins der Alleinstellungsmerkmale und ich kann gar nicht verstehen, dass das nicht noch mehr Leute machen. Also Gott sei Dank für uns. Das ist nämlich ein super Verkaufsargument. Aber es erleichtert so viel, wenn sich in Farben, Karton, Stempelfarbe und Stiften immer der gleiche Grünton
verbirgt. So, unten erstmal was dran zum Kleben. Okay, also der Tannenbaum, der hat jetzt halt ein paar Zweige, wo man hier so herumschneiden muss. Oh, Mist, jetzt habe ich tatsächlich abgeschnitten, wo ich nicht abschneiden wollte. Daher wollte ich eigentlich eine Klebelasche lassen, aber dann kleben wir ein bisschen tiefer. Und dann hat er nämlich hier schon seinen Tannenbaum geladen. Perfekt. Und dieser Pickup darf jetzt, genau, perfekt, weil perfekter Pickup. Dieser Pickup darf jetzt hier auf unsere Titelseite. Wird auch ein bisschen erhöht geklebt. In der Mitte müsst ihr bitte normal aufkleben, weil es ist schwierig. Sonst ist die Karte so, steht die so ab. Lässt sie sich nicht schön schließen. Also hier ist unser kleiner Pickup mit dem Weihnachtsbaum. Und jetzt braucht man noch einen Spruch. Würde ich mich jetzt erstmal an einem schlichten Streifen versuchen mit Blutrot. Genau, bei Rot das gleiche wie bei Grün. Man nimmt einfach die Stempelfarbe, die im Papier enthalten ist, und schon passt es perfekt. Genau, das Einzige, was bei meinem Glutrot ist, ist, wirklich mal wieder auffüllen muss. Seht ihr es noch? So. Jetzt hier stempel ich mit Absicht verkehrt rum, weil zum Weihnachtsfest ist hier gerade. Und da kann ich mich schön an der Kante von unserem Papier orientieren. Sauber. Und wenn wir jetzt schon den Pickup aufgeklebt haben, erhöht, würde ich das auch vorschlagen, machen wir das beim Spruch. Ich habe das jetzt schnell mit dem Papierschneider abgeschnitten, weil auch so kurze Strecken wie diese 1,5 cm können ein bisschen schief werden. Wenn ihr es gerade schneiden könnt, auf jeden Fall geht es auch mit der Hand. Ich bin da leider immer mal wieder ein bisschen schief. So. Auch beim Kleben sehe ich gerade. Okay, erste Seite dekoriert. Also hier haben wir. Habe ich noch irgendwo einen Pickup? Wo ist denn der eigentlich? In gestempelt. Wäre auch süß mit Geschenken. Da seht ihr mal, wie vielseitig der ist. Das ist nämlich der mit der Sonne. Ich glaube, den Rest habe ich schon verwendet, oder? Aber den können wir auf jeden Fall hier irgendwo noch hinkleben. Oder einen weihnachtlichen Spruch noch ausbauen. Natürlich ist Pickup jetzt ein bisschen langweilig, schon wieder mit Tannenbaum. Wir könnten auf jeden Fall noch einen mit Geschenken machen. Sollen wir mal stempeln und versuchen? Ich habe immer so einen netten gesehen mit einem Geschenkstapel. Das finde ich auch süß. Hier in der Mitte. Und wir könnten auch noch mal suchen, wo wir noch ein paar, oder Sonderzustellung ist eigentlich auch nett. Und hier unten könnte man noch auf jeden Fall den Tannenbaum hinstempeln. Und zwar
wenn ich den mit der Kontur haben möchte. Das ist nämlich hier einmal der Füllstempel. Den stempel ich mal hier und hier oben ab, so ein bisschen als Rahmen. Und dann wird im zweiten Abdruck, ich habe den jetzt gerade auf dem Schmierpapier hier links außen, und dann habt ihr nämlich die Chance, die Kontur so drüber zu stempeln, dass man sie auch wirklich gut sieht. Ansonsten müsst ihr einfach ein dunkleres und ein helleres Grün verwenden. Dann sieht man natürlich die Kontur auch, ne? Oje, oje. Wow! Erstaunlich gut getroffen. Okay, dann stempeln wir mal noch ein Pick-up mit ein paar Geschenken. Also, es gibt wieder die Außenlinien, die hier noch irgendwo rumlungert. Da. In Schwarz. Dann die Geschenke. Gibt es auch als Innen und Außen. Also als Kontur, das sind hier die quasi die Ränder von den Geschenken, könnte man dann auch schön kolorieren. Da könnten wir den jetzt ein bisschen mehr beladen. Das schaut ja ganz nett aus. Soll dieses Jahr ein bisschen mehr Geschenke geben, bin ich absolut dafür. Haben die Kinder was Schönes zum Auspacken. So, jetzt habe ich hier was gemacht. Vorder- und Rückseite. Oh, was ist denn da los? Will er nicht haften. Das ist, wenn ihr oft diese durchsichtigen Stempel verwendet, dann sind die irgendwann mal ein bisschen eingestaubt und haften nicht mehr an den Blöcken. Dann nehmt ihr euch entweder einen Tropfen Spülmittel oder, na, also mein Glutrot ist wirklich schon ein bisschen schwach auf der Brust, ein bisschen Seife und einmal abwaschen unter fließendem Wasser und schon geht es wieder. Also das ist wirklich gar kein Problem. Das ist durch das Verwenden und auch dadurch, dass man sie immer wieder trocken schrubbt, kann es passieren, dass so ein paar Fussel an den Stempel hängen bleiben und dass sie dann, wenn man sie oft hier anklebt, eben nicht mehr so gut haften. So, ich entscheide mich jetzt hier noch für Wilder Weizen. Das ist ja eine neue In-Color. Ist ein bisschen dunklerer Getreideton. Eins. Und hat so ein bisschen eine Goldoptik. Ist vielleicht jetzt auch ganz nett, wenn man das ein bisschen weiß auch noch lässt, weil wir haben ja einen roten Hintergrund dann, oder wo wir es hinkleben wollten. Da habe ich jetzt einen Marker einfach. Das sind die Stampin' Write Marker. Erstens kann man mit denen wunderbar schreiben und Stempel kolorieren. Also man ist in der Lage, in unterschiedlichen Farben die Sprüche zum Beispiel anzumalen. Und hier habe ich auch schnell noch die Reifen ausgemalt. Wenn man größere Flächen malen möchte, sind die ein bisschen scheckig. Also wer ganz normale Filzstifte kennt, der weiß, wenn man erst den Rand macht und dann innen, schaut es einfach strichelig aus, weil da, wo sich die Striche quasi überlappen, da wird es ein bisschen dunkler und das bleibt leider auch. Und deswegen ist es besser, man nimmt da die Alkoholmarker, die bilden eine Art
Schicht, die Blending, was Dampin' Up Blends, das sind die hier. Die sind für, wenn man jetzt den Truck zum Beispiel anmalen möchte, da würde ich absolut diese Stifte oder die Aquarellmalstifte, die man damit Wasser vermalen kann, empfehlen. Die Write Marker sind dafür da, um wirklich die Stempel anzumalen in verschiedenen Farben und damit auch Abdrücke zu machen. Oder um Schriften nachzuziehen, die nicht ganz abgestempelt wurde. Da kann man den Abdruck so, das kommt hier hin. Das ist ja süß, wie der durch den Schnee fährt. Genau. Dafür sind die da, also das ist quasi ein Filzstift gefüllt mit Stempeltinte. Kann man auch sagen, wenn man jetzt halt nicht weiß, ob man das große Stempelkissen braucht. Man kann eben super die Stempel kolorieren und dann auch abstempeln. Oder eben auch kleine Flächen anmalen, das geht schon auch. So, jetzt brauchen wir hier noch die Sonderzustellung und ich glaube, dann ist unsere Karte fertig. Hier werde ich dann Fotos einkleben von den Kindern. Und dann ist das eine wirklich süße Weihnachtskarte. Wo haben wir denn die Sonderzustellung? Hier oben. Das ist auch so ein richtig schöner Stempelabdruck. Wenn wir jetzt in Grün machen. Bisschen wie so Sonderangebot von der Typografie. Sonderzustellung sind in Großbuchstaben das Sonder. Und dann die Zustellung mit Bindestrich. Witzig. Witzig gemacht. So, ich bin mir bei solchen asymmetrischen Sprüchen manchmal nicht sicher, ob es schöner ist, die auszuschneiden quasi. Oder mit, also auszuschneiden in einer symmetrischen mit dem Papierschneider oder ob es schöner ist, wenn man einfach mit der Schere einmal rumgeht. Also hier so die Sonderzustellung, da haben wir es hier einmal ganz gerade, da geht es dann runter. Da versuchen wir das alles mit so einem Millimeter Rahmen Also entweder das hier oder ich schneide es nochmal mit dem Papierschneider hier auf der Seite ab. Ups. Ich glaube, so ist fast schöner, ne? Ich glaube auch dadurch, dass die Schneeflocken schon so weiß sind, ist es hübscher und kommt besser raus, wenn man ein bisschen mehr weiße Fläche hat. Genau. So, ich hoffe, euch gefällt die Kartenform genauso gut wie mir. Ihr hüpft mal bei der Katrin vorbei, lasst ihr ein Abo und einen netten Kommentar da, die freut sich riesig, wenn ihr YouTube-Kanal ein bisschen wächst. Und ich freue mich natürlich auch, wenn mein Kanal wächst, wenn ihr auf die Glocke drückt und den Kanal abonniert. Wenn ihr mir einen lieben Kommentar da lasst und falls ihr noch Stampin' Up Sachen braucht, könnt ihr die über mich und bei mir bestellen. Ich freue mich wirklich riesig über jede einzelne Bestellung. Und jetzt vielen lieben Dank für eure Zeit, fürs Zugucken. Ich freue mich schon, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!